Sicherheit, unsere sichere Burg. Amen. Also ich liebe Jesus, thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we worship you. Herr, wir beten dich an. We bless your name. Wir segnen deinen Namen. We are so thankful, Lord, wir sind so dankbar, Herr, that you came to us, dass du zu uns gekommen bist, left your glorious heaven, dass du deinen herrlichen Himmel verlassen hast, and you came to a dusty, earth, und dass du auf unsere staubige Erde gekommen bist. You came to rescue us, du bist gekommen, um uns zu retten. You came to save us, du bist gekommen, uns zu erretten. Lord, we pray in Jesus' name, Father, und wir beten in Jesu Namen, Vater, you will open our eyes, öffne unsere Augen, to understand your words, damit wir deine Werke verstehen, to understand our inheritance in Jesus, und dass wir unser Erbe in Jesus verstehen. And we pray that you will give us grace, und ich bete, dass du uns Gnade geben mögest, we will enter into our inheritance, dass wir in unser Erbe einsteigen. Und dass wir das nicht nur glauben, sondern dass wir es auch erfahren, dass wir erfahren unser Erbe in Jesus. Und wir glauben, dass du deine Gemeinde in dieser Endzeit mit Kraft ausrüsten möchtest. Wir wollen deine Kraft empfangen. Because we know that we are more than overcomers. Weil wir wissen, dass wir mehr als Überwinder sind. Lord, we declare, Herr, wir deklarieren, we will stand, dass wir stehen werden. We will stand, wir werden stehen. No matter what comes our way, egal was kommt. We will overcome, wir werden überwinden. Because we are more than conquerors, weil wir mehr als Überwinder sind. Through him who loved us, durch den, der uns geliebt hat. Our Lord Jesus Christ. Unser Herr Jesus Christus. Thank you for teaching us, Lord. Danke, dass du uns lehrst. Thank you for teaching us, Lord. Danke, dass du uns lehrst. Thank you for showing us the victorious ways, und dass du uns deine siegreichen Wege zeigst. That you have prepared for us. Und dass die du für uns vorbereitet hast. Bless you. Wir segnen dich. We love you. Wir lieben dich. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Brothers and sisters, Brüder und Schwester, we are living in perilous times. Wir leben in interessanten Zeiten. This is the end time. Das sind die Endzeiten. The last days. Die letzten Tage. The Bible says, und die Bibel sagt uns, the last days, dass die letzten Tage will be perilous, will be difficult. Dass sie schwierig sein werden. Difficult for nations. Schwierig für Nationen. Difficult for individuals. Schwierig für Individuen. Difficult for families. Und schwierig für Familien. Difficult in all respects. Und schwierig in verschiedenen auf verschiedene Arten und Weisen. One thing is sure. Aber eine Sache ist sicher. God wants his children to be victorious. Gott möchte, dass seine Kinder siegreich sind. God wants his church to be victorious. Gott möchte, dass seine Gemeinde siegreich ist. God wants everybody to be victorious. Gott möchte, dass jeder siegreich ist. Because he's a good God. Weil er ein guter Gott ist. He's a good father. Er ist ein guter Vater. He has good things in store for us. Er hat etwas Gutes für uns vorbereitet. He takes pleasure in our peace and our joy. Es gefällt ihm, wenn wir Frieden haben, wenn wir Freude haben. He takes pleasure when we walk in a victorious way. Und es gefällt ihm, wenn wir siegreich gehen. Praise the Lord. Preist den Herrn. But there is somebody, da es gibt jemanden, who doesn't want you to be victorious, der nicht möchte, dass du siegreich bist. There is somebody, es dort, gibt dort jemanden, who is against your well-being, der gegen dein Wohlbefinden ist. And if I should ask you today, und ich möchte dich heute fragen, who is your fiercest enemy? Wer ist dein schlimmster Feind? What will you say? Was würdest du sagen? I am sure you will think of a certain human being. Vielleicht denkst du dann vielleicht an einen bestimmten Menschen. Maybe somebody in your family. Vielleicht jemand in deiner Familie. Maybe somebody at your job place. Jemand in deiner Arbeit. Somebody who hurt you some time ago. Jemand, der dir wehgetan hat vor kurzem. That may be true. Vielleicht stimmt es but auch. Let me tell you, aber lass mir dir eins there sagen. Is an enemy, es gibt einen Feind, which is more wicked, der übler ist than any human enemy you can think of. Und böser als jeder Mensch jemals sein könnte. He hates you, und er hasst dich more than you can imagine. Mehr als du dir vorstellen kannst. And all he dreams of, und alles, wovon er träumt, is how to harm you, ist, dass wie er dir, how to hurt you, dich verletzen kann und wie er dir schaden kann. How to make you suffer, wie er dich leiden lassen kann. In this life, in diesem Leben, and even until eternity, und selbst in der Ewigkeit. And your greatest enemy, und dein größter Feind, the enemy of your soul, der Feind deiner Seele, his name is Satan. Er wurde Satan genannt. Many people live, viele Leute
as if there was only the natural realm. Leben, als wäre es, es gäbe es nur die natürliche Welt. But you know, there is two realms. Weil es doch zwei, es gibt eigentlich zwei Bereiche. We are living in the natural realm. Wir leben im natürlichen Bereich. But there is also a supernatural realm. Aber es gibt doch eine übernatürliche Sphäre. There is a spiritual realm. Das ist die geistliche Sphäre. The things in the natural realm. Und die Dinge, die in den natürlichen Bereich passieren, we can see them. Können wir sehen. We can touch them. Können sie berühren. But the things in the supernatural or spiritual realm. Die Dinge im übernatürlichen Bereich, we normally cannot see them, können wir normalerweise nicht sehen nor touch them. Oder sie anfassen. That doesn't mean, und das bedeutet aber that nicht, they does not, they do not exist. Dass sie nicht existieren. Amen. Amen. Not everything that exists can we see and touch. Nicht alles, was wirklich existiert, können wir auch sehen oder anfassen. And the Bible says, und die Bibel sagt uns, that what we see, ist, dass alles, was wir sehen, what is natural, und was natürlich ist, proceeds from the supernatural. Dass das aus dem Geistlichen gekommen ist. The visible, dass das Sichtbare comes from the invisible. Aus dem Unsichtbaren so kommt. The natural life, das heißt, unser ganzes natürliches Leben, the natural realm, der ganze natürliche Bereich, is actually steered and commanded and controlled by the spirit realm. Wird eigentlich gesteuert und kommandiert und kontrolliert von diesem geistlichen Raum. And so things don't just happen. Das heißt, dass Dinge nicht einfach so passieren. Amen. Amen. Things don't just happen. Die Dinge passieren nicht einfach so. The way our lives is run. Die Art und Weise, wie unser Leben verläuft. The way societies are run. Die Art, wie unsere Gesellschaft funktioniert. There are spiritual powers behind the scene. Da gibt es geistliche Mächte dahinter. Steering the destiny of nations. Die Schicksale von Nationen lenken. Steering your destiny. Und die dein persönliches Schicksal lenken. Trying to gain control over your life. Und versuchen, Kontrolle über dein Leben zu übernehmen. Trying to gain control over societies. Und die versuchen, die Gesellschaft auch zu kontrollieren. And in the spiritual realm, und in diesem geistlichen Raum, there are two sides. Gibt es zwei Seiten. We could also say two kingdoms. Man könnte auch sagen, zwei Königreiche. That is the kingdom of God, das einmal das Königreich Gottes, which is the kingdom of light, das das Königreich des Lichts the ist, kingdom of peace, und das Königreich des the Friedens, kingdom of joy, das Reich der Freude, the kingdom of righteousness, und das Reich der Gerechtigkeit, the kingdom of everything that is good that you can imagine. Und das Königreich von allem, was gut ist, was du dir auch nur vorstellen kannst. Kingdom of love, of course. Und natürlich das Königreich der Liebe. And God and Jesus is the King. Und dort ist Gott und Jesus sind dort the head König. Of the kingdom of God. Er ist derjenige, der dort regiert. But now there's also the kingdom of darkness. Aber dann gibt es auch noch den König der Dunkelheit. Und er ist der Boss in diesem Königreich der Dunkelheit und der Name dieses Bosses ist Satan. Kingdom of darkness, und dieser König der Dunkelheit is the kingdom of fear, ist der König der Angst, kingdom of oppression, von Unterdrückung and depression, und von Depression and hurtings, und von Verletzung and woundings, und von Wunden and defeating, und davon einfach von besiegt sein and humiliating, und Demütigung and all things that can bring pains, und all die Dinge, die Schmerzen bereiten and death, und Tod. It comes from the kingdom of darkness. Der Tod kommt von König der Dunkelheit. And these two kingdoms, und diese beiden Königreiche, are fighting over your soul. Die kämpfen miteinander um deine Seele. God is fighting to bless you. Und Gott kämpft darum, dich zu segnen. To fulfill his good plans for your life. Und seine guten Pläne für dein Leben in and Erfüllung the zu bringen. Devil is fighting, aber der Teufel kämpft, to hinder, um das alles zu verhindern. All the good plans of God for all your life. Die guten Pläne Gottes in deinem Leben. He is fighting, er kämpft, to harm you. Um dir zu schaden. And this morning, und an diesem Morgen, we want to talk about how to defeat the enemy of your soul. Möchten wir darüber sprechen, wie man den Feind deiner Seele besiegen kann. Because there's only two possibilities. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Either Satan will defeat you, entweder wird Satan dich besiegen, or you will defeat him. Oder du wirst ihn besiegen. Now the question is, how can you defeat the devil? Die Frage ist nur, wie kannst du den Teufel besiegen? Because I don't know of anybody who is healthy. I don't know of anybody who is healthy who wants to be defeated by the devil. Und ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der gesunden Verstandes ist, der vom Teufel besiegt werden möchte. All of us. Alle von uns, jeder, möchte siegreich sein. We want to have a good life. Wir möchten ein gutes Leben haben. A happy life. Wir möchten glücklich sein. A life full of joy and ein peace. Leben voller Freude und Frieden. But now and then, aber ab und zu we experience
bad things happening to us. Erleben wir, dass schlechte Dinge uns geschehen. At times things we cannot explain. Manchmal können wir das nicht verstehen. And we are wondering. Und wir fragen uns. At times we put the blame on people. Und manchmal da beschuldigen wir Menschen dafür. But most often, aber meistens there's powers of darkness behind it. Stecken dort dunkle Mächte dahinter. But today, aber heute God wants to give you keys. Möchte Gott dir Schlüssel and geben. He wants to empower you und dich befähigen. To continuously walk in victory. Fortwährend im Sieg zu leben. Who wants to know the keys today? Wer möchte diese Schlüssel heute kennenlernen? Wer möchte wissen, wie man den Feind seiner Seele besiegt? Oh, God is good. Gott ist gut. I want to take us into the portion of the scripture. Und ich möchte euch mitnehmen in einen Teil der Schrift, in the book of Revelation, und zwar im Buch der Offenbarung, and chapter 12, Kapitel 12, and from verse 7 to, 12, von Versen 7 bis 12. And I read from the NIV, translation. Ich lese aus der NIV-Übersetzung. Now war arose in heaven, Michael and his angels fighting against the dragon, and the dragon and his angels fought back, but he was defeated. And there was no longer any place for them in heaven. And the great dragon was thrown down, the ancient serpent, who is called the devil and Satan, the deceiver of the whole world. He was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him. And I heard a loud voice in heaven saying, Now the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Messiah have come. For the accuser of our brothers has been thrown down, who accuses them day and night before our God. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. Therefore, rejoice, O heavens, and you who dwell in them. But woe to you, O earth and sea, for the devil has come down to you in great wrath. Because he knows that his time is short. Dann brach im Himmel ein Krieg aus. Michael und seine Engel griffen den Drachen an. Der Drache schlug mit seinem Heer von Engeln zurück, doch sie verloren den Kampf und durften nicht länger im Himmel bleiben. Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die listige Schlange, die schon immer die ganze Welt verführt hat. Er wurde mit allen seinen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestürzt. Jetzt hörte ich eine gewaltige Stimme im Himmel rufen. Nun hat Gott den Sieg errungen. Er hat seine Stärke gezeigt und seine Herrschaft aufgerichtet. Alle Macht liegt in den Händen dessen, den er als König auserwählt und eingesetzt hat. Jesus Christus. Denn der Ankläger ist gestürzt, der unsere Brüder und Schwestern Tag und Nacht vor Gott beschuldigte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und weil sie sich zu dem Lamm bekannt haben. Für dieses Bekenntnis haben sie ihr Leben eingesetzt und den Tod nicht gefürchtet. Darum freu dich nun, Himmel, freut euch alle, die ihr darin wohnt. Aber wehe euch, Erde und Meer, der Teufel ist zu euch gekommen. Er schnaubt vor Wut, denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Amen. Amen. So in the beginning of this portion of the scripture, also am Beginn dieser Zeilen, the Bible is describing a scene of rebellion in heaven. Da beschreibt die Bibel uns hier eine Szene von Rebellion, die im Himmel stattfand. Or rather a scene of war in heaven. Das ist eine Szene von Krieg im Himmel. The Bible says now war arose in heaven. Und die Bibel sagt, da brach ein Krieg im Himmel los. On the one hand, Michael and his angels. Auf der einen Seite Michael und seine Engel. And the other hand, the dragon, the great dragon. Und auf der anderen Seite der große Drache. And this is talking about the rebellion that happens in heaven. Und das hier handelt von der Rebellion, die im Himmel stattfand. The Bible says that Satan, which was called Lucifer, that he took one third of the angels into rebellion against God. Und die Bibel sagt uns, dass der ehemalige Engel, sozusagen der Lucifer genannt wurde, dass er ein Drittel der Engelsherren mitgenommen hat. Because pride filled his heart and he wanted to take the throne of God, the place of God. Weil Stolz sein Herz erfüllt hatte und er den Thron Gottes an sich nehmen wollte. Er wollte so sein wie Gott. Of course it could not work. Aber natürlich konnte das nicht funktionieren. So God sent Michael and his angels, two thirds of the angels. Also hat Gott Michael und zwei Drittel der Engel gesendet, fight against Lucifer. Um gegen Lucifer zu kämpfen. Amen.
Amen. So there is a powerful war going on in heaven. Da passiert also ein mächtiger Krieg im Himmel. And the Bible says, und die Bibel sagt uns, that the dragon, dass der Teufel and his angels und seine Engel were defeated. Besiegt wurden. They were defeated. Sie wurden besiegt. And one of the consequences is, und eins der Konsequenzen davon war, there was no longer any place for them in heaven. Dass es dann seitdem keinen Platz mehr für sie gab im Himmel. So God judged Lucifer. Also Gott hat Lucifer gerichtet. And one third of all the angels he created. Und auch damit ihm ein Drittel der Engel, die er selbst geschaffen hatte. And they were cast out of heaven. Und die wurden aus dem Himmel rausgeworfen. And they lost all the privileges they had in heaven. Und sie verloren alle ihre Privilegien, die sie im Himmel genossen hatten. They were thrown down to the earth. Sie wurden auf die Erde geworfen. Amen. Amen. So in heaven, also im Himmel Lucifer ist Lucifer was defeated. Dort wurde er besiegt. And his angels und seine Engel were defeated. Wurden ebenfalls besiegt. And they were cast out of heaven. Und sie wurden rausgeschmissen aus Bible dem Himmel. Says he had a mighty position in heaven. Die Bibel sagt uns, dass Lucifer eine große Stellung hatte im Himmel. It was a very influential archangel. Er war ein sehr einflussreicher Erzengel. Even a cherubim, some say. Sogar einer von den Cherubim, sagen But manche. He lost that glory. Aber er hat diese Herrlichkeit verloren. He lost that influence er hat in diesen heaven. Einfluss verloren. And he was cast out. Und er wurde rausgeworfen. Cast down to the earth. Und er wurde auf die Erde geworfen. And on the other hand, the Bible says, und dann sagt die Bibel, dass das Königreich und die Herrlichkeit Gottes etabliert wurden. The kingdom of the Messiah was established and strengthened. Und dass das Königreich von des Messias gestärkt wurde und Because etabliert wurde. God is almighty. Weil Gott allmächtig ist. He is highly lifted up. Er ist hoch erhoben. His throne is unshakable. Und sein Thron kann nicht geschüttelt werden. His kingdom has no end. Und sein Königreich hat kein Ende. His power has no bound. Seine Kraft hat kein Ende. Nobody can stand against him. Niemand kann gegen ihn bestehen. So Lucifer tried, also Lucifer hat es versucht, and he was defeated. Aber er wurde besiegt. And please note that here, und wisse Folgendes, not even God fought against him. Gott hat selbst gar nicht gegen ihn gekämpft, because he's too little for God to fight against him. Weil er viel zu klein ist, als dass Gott gegen ihn kämpfen müsste. God commissioned Michael and the angels. Gott hat Michael und seine Engel beauftragt, to deal with little Lucifer. Um mit dem kleinen Lucifer sich zu beschäftigen. Weil manchmal denken wir, es gäbe dort einen Kampf zwischen Gott und Lucifer. He cannot stand in front of the power and glory of Jesus. Aber Lucifer kann überhaupt nicht bestehen vor der Kraft und der Herrlichkeit von Jesus. Amen. Amen. So God will always commission his angels and archangels to fight against the devil. Also würde Gott praktisch immer seine Engel schicken, um gegen den Teufel zu kämpfen. And that is enough. Und das reicht auch. Amen. Amen. So he was defeated in heaven. Also der wurde im Himmel besiegt. And he was cast down onto the earth. Und auf die Erde geworfen. And the kingdom of Jesus was established and strengthened. Und das Königreich Jesu wurde etabliert und gestärkt. Now you might ask yourself. Und vielleicht fragst du dich, why should I care about the devil being defeated in heaven? Warum sollte mich das interessieren, ob der Teufel jetzt im Himmel irgendwie besiegt wurde? Why should I care? Warum sollte mich das interessieren? The Bible says in verse 12, die Bibel sagt uns aber in Vers 12, Therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. Darum freut euch nun, Himmel, freut euch alle, die ihr darin wohnt. But woe to you, O earth and sea. Aber wehe euch, Erde und Meer. For the devil has come down to you in great wrath. Der Teufel ist zu euch herabgekommen. Er schnaubt vor Wut. Because he knows that his time is short. Denn er weiß, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Amen. Amen. So in heaven, also im Himmel, there was war. Gab es Krieg. But the devil was defeated in heaven. Aber der Teufel wurde im Himmel besiegt and he was cast down to earth. Und wurde auf die Erde herabgeworfen. That's what the Bible says, und deswegen sagt die Bibel, that those who are in heaven, dass diejenigen, die im Himmel sind, they can rejoice, können sich freuen, because there's no devil there anymore. Weil es dort keinen Teufel mehr gibt. But where is he? Aber wer ist er? Where is the devil? Aber wo ist er jetzt? He is here on earth. Er ist jetzt auf der Erde. And the Bible says, und die Bibel sagt uns, woe unto you. Oh, wehe euch! You are in trouble. Ihr habt Probleme. You are living on earth. Ihr lebt auf der Erde. Why? Warum? Because the devil is coming to you. Weil der Teufel zu euch kommt. He is full of anger and fury. Und er ist wütend. Because he knows, er weiß, that his time is short. Dass seine Zeit kurz ist. So what do you think? Also, was denkst du? The devil is doing. Was macht der Teufel wohl? Why is the Bible saying, warum sagt die Bibel woe das? To you.
wie ihr euch, who are on earth, under the sea. Diejenigen, die im Meer, auf der Erde sind und im Meer. Because the devil has a demonic agenda against human beings. Weil der Teufel eine dämonische Agenda gegen Menschen hat. Amen. Amen. If you want to understand that, und wenn du das verstehen möchtest, then you should pay attention, dann solltest du genau aufpassen, to his description in this passage. Was hier genau steht in der Passage. The different names that I use here, die verschiedenen Namen, die hier verwendet werden, describe Satan. Die Satan beschreiben sollen, because in the Hebrew culture, weil in der hebräischen Kultur, and this text was written by a Jew, und dieser Text wurde von einem Juden geschrieben, von dem Apostel Johannes, your name is your character. Da ist dein Name praktisch dein Charakter. Your name is your destiny. Dein Name ist dein Schicksal. That's why if you want to know what the devil, what his character and his agenda is, und wenn du wissen möchtest, wie der Charakter und die Agenda des Teufels aussieht, you should pay attention to the the names which I use here to describe him. Da sollte man darauf achten, welche Namen hier verwendet wurden, um ihn zu beschreiben. Woe unto you, wehe euch, who are living on earth, die auf der Erde und im Meer leben. If you look around, wenn ihr euch umseht, people are walking around, Menschen laufen so rum, singing and dancing, und singen und tanzen, joking, und machen Witze, and committing sins, und sündigen, and chasing money, und suchen and das having Geld, fun, und haben Spaß. They don't know this scripture. Aber sie kennen diese Schriftstelle says, nicht. You are living in danger. Sie lebt in Gefahr, because the devil is roaring, walking along like a roaring lion. Weil der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, seeking whom to devour. Und diejenigen sucht, dass er sie verschlingen möge. He's moving around. Er bewegt sich herum. He's going to families. Und er geht in Familien. He's going to churches. Er geht in Gemeinden. He's going to companies. Er geht in Firmen. He's going everywhere. Er geht überall hin. He's attacking your finances. Und er greift deine Finanzen He's attacking an. Your health. Er greift deine Gesundheit He doesn't an. Care about you. Du bist ihm egal. He doesn't fear any human being. Er hat überhaupt keine Angst vor no Menschen. Matter how rich you may be. Egal wie reich du bist. No matter how beautiful or handsome you may be. Egal wie hübsch du bist oder no wie gut du aussiehst. Or influential you may be. Und egal wie viel Macht du hast auf der Erde, no matter how smart you may be, egal wie schlau du bist, the devil has no respect for you. Der Teufel respektiert dich gar the nicht. Devil is not afraid of you. Und er hat auch keine Angst vor dir. Amen. Amen. So you should awake, also wach auf, because times are perilous. Weil die Zeiten schwierig sind. Times are perilous. Zeiten sind schwierig. You are living in danger. Und du lebst quasi in Gefahr. Permanent danger. In ständiger Gefahr. Because the devil is going around. Weil der Teufel umhergeht, like a hungry lion, wie ein hungriger Löwe, looking for prey, und sich seine Beute sucht. And you may be the next prey, und vielleicht bist du die nächste and Beute. A merciless lion, und er ist ein erbarmungsloser a Löwe. Merciless devourer, ein erbarmungsloser Fresser. God loves you, weil Gott dich liebt, he wants to save you, möchte er dich davor retten. He wants to deliver you. Er möchte dich befreien. That is why pay attention, und deswegen pass gut auf to this word. Auf seine Worte. So one name that the Bible uses to describe Satan, also der eine Name, den die Bibel benutzt, den Satan beschreibt, the dragon or the great dragon. Er ist ein großer Drache oder ein Drache. And I believe this stands for the character of the devil, that he as a destroyer. Und das bedeutet, er ist ein Zerstörer. Amen. Amen. The devil is a destroyer. Der Teufel ist ein Zerstörer. He destroys anything that is good. Er zerstört alles, was gut ist. Anything that is beautiful. Alles, was schön ist. Anything that is harmony, looks like harmony and love, it destroys it. Alles, was nach Harmonie aussieht. Mercilessly. Er zerstört es einfach ohne Gnade. The Bible says in John chapter 10 and verse 10. Aber Johannes sagt in 10 Vers 10. The thief comes. Der Dieb kommt. To kill. Um zu töten, to destroy, zu zerstören and to steal. Und zu stehlen. That's the agenda of the devil. Und das ist die Agenda des Teufels. He wants to destroy your health, er möchte deine Gesundheit to zerstören destroy your marriage, und deine Ehe. To destroy your job, er möchte deinen Job wegnehmen destroy your career, und deine Karriere zerstören. Destroy your family, er möchte deine Familie zerstören destroy friendships, und auch Freundschaften zerstören destroy your finances, und deine Finanzen. Anything that you can enjoy, alles, was du vielleicht genießen könntest. He is aiming at destroying it. Das möchte er gerne zerstören. Amen. Now we look around nowadays. Und wir sehen uns heutzutage um. And we see destruction. Und wir sehen Zerstörung. Even in the church. Sogar in der Gemeinde. Families being destructed. Familien, die zerstört werden. Marriages. Ehen. Being destroyed. Die kaputt gehen. Amen. Amen.
everything in the church, alles in der Gemeinde and outside the church, und außerhalb der Gemeinde, can be destructed by kann the devil. Theoretisch vom Teufel zerstört Friendships, werden. Freundschaften, he's destroying. Er zerstört es. He's destroying our health. Und unsere Gesundheit. The next word to describe the Satan is the serpent or the ancient serpent. Also der nächste Name, der hier verwendet wird, ist die alte Schlange. Amen. So the devil is sneaky. Also der Teufel ist so hinterhältig. He's sneaky. Er ist hinterhältig. He will hardly come face to face. Er kommt kaum so direkt. He will hardly show his real intention and real face. Er wird sich wohl kaum direkt zeigen und he genau sein Gesicht zeigen. Sneak around. Er wird immer so hintenrum kommen. And then he will bite you. Und dann wird er dich heimlich beißen. And then you will get the deadly poison. Und dann bist du vergiftet. So the devil is fooling people around. Also der Teufel, der betrügt Menschen. He's deceiving people. Er täuscht Menschen. Und deswegen wird er auch als der Täuscher der Welt, also derjenige, der die Leute betrügt, der Betrüger. Er wird dir was zeigen und dann wird er das anpreisen. Und dann sagt er, das ist das Beste, was du kriegen kannst. Das Beste, was du tun kannst. Und dann wird er dir Druck machen und sagen, mach das einfach, mach das, mach das jetzt. Sonst wirst du nicht glücklich sein. Mach einfach. Das ist so schön, so süß. Mach einfach. Das ist nicht so schlimm. Gott versteht schon, weil Gott ist doch gut. Weil es doch Gnade. Don't mind so much. Gott, das, mach das nicht so just aus. Do it. Mach einfach. And then you will look at it. Und dann siehst du dir das an. You will think about it. Und denkst drüber nach. You will do it. Und dann machst du es. And as soon as you do it, und sobald du es getan hast, will come and snatch you. Kommt er und nimmt dich. And snatch your destiny. Und nimmt dein Schicksal und deine kill and destroy and steal. Gute Zukunft weg und wird töten und zerstören und kaputt machen. That's what he did with Eve and Adam. Genau das hat er schon mit Adam und Eva gemacht. So did God really say you should not eat of the fruit of this tree? Er sagt zu ihnen, hat Gott gesagt, dass ihr nicht von der Frucht essen dürft. He said, no, that's not true. Und sie haben gesagt, nein, das stimmt nicht. If you eat, you will not die. Believe me, trust me. Er sagt zu ihnen, glaub mir, das stimmt gar nicht, was Gott gesagt hat. Wenn ihr das esst, dann werdet ihr gar nicht sterben. Und ich sage euch, nein, im Gegenteil, wenn ihr die Frucht gegessen habt, dann werden eure Augen geöffnet sein und ihr werdet sein wie Gott. How will you like being like God? Wie wäre das, wenn du selbst sein könntest wie Gott? Would it be great being like God, Eve? Wäre das nicht so schön, wie just Gott zu sein, Eva? Denk mal ein bisschen drüber nach. You want it, don't you? Du willst es doch eigentlich auch, oder? It would be nice, wouldn't it be? Das wäre doch schön, oder? And Eve will start pondering. Und dann fängt Eva an nachzudenken. She will look at the glory of God. Und dann sieht sich die Herrlichkeit Gottes and the an. Power of God. Und die Macht Gottes. She will start visualizing, envisioning herself as und, being God. Und dann stellt sie sich vor, wie das wäre, wenn sie selbst so wäre wie Gott. The female God. Und die Geist. And the husband, the male God. Und dann wäre sie so die weibliche Göttin. Und ihr Mann so der männliche Gott. Und dann denkt sie sich so, stellt and sie sich so vor. So good. Und das würde sich echt gut anfühlen. It felt so great, das würde sich toll anfühlen, being God, Gott zu sein, sitting on God's throne, auf Gottes Thron zu and being sitzen. Worshipped by angels. Und dann würde man von Engeln angebetet werden. Oh, Holy Eve. Heilige Eva. Holy Adam. Heiliger Adam. Holy Adam. Heiliger Adam. You be your the worship is yours, oh, Adam. Oh, alle Anbetung gehört dir, Adam. She started seeing all the magnificent angels. Stellt euch vor, alle diese Engel. Oh, the creation. Alle die ganze Schöpfung. Bowing to them. Die sich ihnen niederbeugen. Praising them. Und die sie anbeten. Worshipping them. Und sie anbeten. She said, wow. Und da dachte Eva wahrscheinlich, wow. It feels so good. Wow, das würde sich echt gut anfühlen. And he said, I will not die. Und er hat gesagt, ich würde doch nicht sterben. I think I would do it. Ich denke, ich mache einfach. And the devil was sitting standing in the around the corner and watching. Und dann steht der Teufel so in der Ecke und guckt so zu, was macht sie, and was macht sie? Und guckt. Ready to bite. Und ist bereit, macht sich bereit anzugreifen. And then she went, he said, go, take it, go, take it. Und dann sagt it. Er, geh, schon, nimm, and, nimm. And the hand is behind. Und take it, die Hand ist schon, it, die Hand ist schon im Nacken. Go take it. Nimm. And she took off the fruit. Und sie nimmt. And bit into it. Und beißt. And immediately, und zack, hat er sie.
Und Moment, du hast doch gesagt, wenn ich das esse, werde ich nicht sterben. But you said, if I eat, I will be like God. Aber du hast doch gesagt, wenn ich das esse, werde ich wie Gott sein. But now I feel naked. Jetzt guck mal, ich bin nackt. Now I feel ashamed. Ich fühle mich jetzt plötzlich so poor. Ich schäme mich und ich fühle mich arm. What did you do? Was hast du mir angetan? Why did you deceive me? Warum hast du mich betrogen? He will just be laughing around. Aber der Teufel lacht dann nur noch. Er lacht nur. Why even Adam are crying and weeping. Und als Adam und Eva geweint haben, it's too late. War es schon zu spät. He deceived them. Er hat sie betrogen. He deceived them. Er hat es geschafft, sie and zu betrügen. Their destiny. Und hat ihr Schicksal this gestohlen. Is what he has been doing, even among Christians. Und er macht es auch mit Christen. Deceiving you. Er betrügt dich. Deceiving you to sin. Er betrügt dich zu sündigen, to be disobedient to God. Gott gegenüber ungehorsam zu sein. Telling you it's not so bad. Oh, ist nicht so schlimm. God is understanding. Gott versteht schon. You are a human being after all. Also schließlich bist du nur ein Mensch. You can do it and ask God for forgiveness. Mach einfach und hinterher bittest du Gott um Vergebung. It's not so bad, just das do ist it. Nicht so schlimm, mach einfach. There is grace. Da ist doch immer Gnade. There is grace. Da ist Gnade. There is grace. Oh, da ist Gnade. Then you will move into it. Und dann bewegst du dich rein. You will do it. Machst es. And you will feel naked afterwards. Und hinterher fühlst du dich nackt. You will feel empty. Und leer. You will feel poor. Und armselig. You will feel dead. Und tot. You will feel rejected by God. Und abgelehnt von you will Gott. Lose your destiny und verlierst devil. Dadurch deine Berufung an den so, Teufel. Woe unto you, wehe euch, who live on earth, die auf der Erde leben, because the devil is coming. Weil der Teufel kommt. That's another name for Lucifer. Und das ist ein weiterer Name von Lucifer. The devil. Der Teufel. This word comes from the Greek word Diabolos. Und dieses Wort Devil oder Teufel kommt von dem griechischen Wort Diabolos. And Diabolos means slanderer. Und Diabolos bedeutet Slanderer. It also goes together with another description of Lucifer, which is the accuser of brothers in verse 11. Und das ist so ähnlich wie die Bedeutung von in Vers 10, der Ankläger der Brüder. He is a slanderer. Was heißt Slanderer auf Deutsch? Verleumder. Er ist der Verleumder. He's a slanderer. Er ist Verleumder. He's Diabolos. Er ist der Diabolos. He's also the accuser of und brothers. Der Ankläger der Brüder. So now, how do you think the devil will slander you? Und was glaubt ihr, auf welche Art und Weise der Teufel dich verleumden wird? At times he will slander you through using human beings. Manchmal wird er vielleicht Menschen benutzen, to accuse you falsely, um dich falsch anzuklagen. Just like he did when Jesus was here on earth. Genauso hat er das auch gemacht, als Jesus auf der Erde he war. Kept using people. Er benutzt Menschen. They accused Jesus falsely, um Jesus falsch anzuklagen. Spreading fake news about Jesus. Und falsche Informationen über Jesus zu verbreiten. Amen. Amen. He is accusing and slandering. Und er verleumdet und klagt an. Backbiting. Er beißt. But also, he also accuses and slanders us in front of God. Aber er verleumdet uns auch vor Gott. There's a story in the Old Testament. Es gibt dort diese Geschichte im Alten Testament. In the book of Job. In dem Buch Hiob. The Bible says Satan appeared before God. Und in der Bibel steht, dass Satan vor Gott erschien. And God asked him, "What are you doing here? Where do you come from?" Und Gott fragt ihn, was machst du hier? Woher and kommst said, du? I went around the world seducing people. Now I'm standing here. Und Satan sagt zu ihm, ich bin so in der Welt unterwegs gewesen, um Leute so zu verführen, und jetzt bin ich mal hier. And God asked him, "Brother, did you notice my servant Job?" Und Gott fragt ihn, hast du meinen Diener Hiob gesehen? Now, is that a slandering job and accusing him? Und da es sein Job ist, andere Leute zu verleumden. Nein, is that a slandering job? Dann fing der Teufel an, Hiob zu verleumden. Yeah, he said, he is only faithful to you because you bless him. Und dann fing der Teufel so an und sagt, ja, der ist ja dir nur treu, weil du ihn so gesegnet hast. I know that man. Den kenne ich doch. I know him. Ich kenne ihn ja. And I know how human beings are. Ich weiß ja, wie Menschen sind. You think they love you? Du denkst, sie lieben dich? I watch them every day. Ich sehe sie jeden Tag. Just take the blessing away. Nimm doch einfach mal den Segen and weg. He will curse you into your face. You will see, I promise you. Und dann, ich verspreche dir, er wird dir ins Gesicht absagen und dich verfluchen. That's how he slanders us and accuses us before God. Und so verleumdet er uns vor Gott. Amen. 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 So he does it day in, day out. Und das macht er Tag und Nacht. Because he observes you. Weil er dich beobachtet, he sees your weaknesses, dann sieht er so deine Schwächen he sees your mistakes, und deine Fehler and then he
reports everything to God. Und dann erzählt er Gott alles. And what does he expect of God? Und was erwartet er dann von to Gott? Punish you. Dass er dich straft. He say, I saw Gundmar. Und dann sagt er zu Gott, ich habe Gundmar gesehen. I heard his words. Ich habe gesehen und gehört, was er gesagt hat. I saw what he did. Ich weiß, was er gemacht hat. This is the report. This is the video, das the ist das, der Bericht hier, sogar mit Video. And your word says, und dein Wort sagt, he will say this. Es, dein Wort sagt Folgendes. He will say this kind of things. Wenn man sowas sagt, he will do this kind of things, und wenn man das tut, must be punished. Dann muss man gestraft werden. Therefore, deswegen I want you möchte ich, to punish him, dass du ihn bestrafst, because you are faithful to your word, weil du musst ja deinem Wort treu sein, because you are holy, weil du heilig bist. So you must punish Gundmar, deswegen musst du Gundmar bestrafen, because it's in your word. Da steht ja in deinem Wort. And then he's standing and waiting. Und dann steht er und wartet. And he will ask for permission, und dann bittet er um Erlaubnis, to go and hit Gundmar, hinzugehen und Gundmar irgendwie zu schlagen. Amen. 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 And if nothing happens, aber wenn nichts passiert, he will come, dann kommt er. And he will hit Gundmar. Und Gundmar und schlägt Gundmar. Will happen to him. Und irgendwas Komisches passiert ihm. And he start wondering. Und dann steht er und wundert sich. People will start wondering. Und die Menschen wundern sich. But why? Warum? But why? Warum? And Gundmar, und Gundmar may even start accusing God. Und vielleicht fängt Gundmar sogar an, Gott anzuklagen. People around him, und die Menschen um ihn herum, may start accusing God. Fangen vielleicht auch an, Gott anzuklagen. Why did God allow that? Warum hat Gott das denn zugelassen? Some Christians, einige Christen, will even say, God wants to teach you something through that. Sagen dann vielleicht sogar, ja, Gott möchte dir dadurch etwas beibringen. Amen. Amen. And this happens every day. Und das passiert jeden Tag. Among Christians, unter Christen and non-Christians, und unter Nichtchristen. The devil goes around. Der Teufel geht rum. He accuses you. Und er verleumdet Menschen. Using your sins. Und benutzt deine eigenen Sünden. Even the sins in your bloodline. Selbst die Sünden in deiner Blutlinie, the von deinen sins Vorfahren. Of your parents and ancestors. Die Sünden deiner Eltern und deiner Vorfahren. He will look for reasons. Er sucht Gründe, dich vor Gott zu verleumden. Und dann bittet er um Erlaubnis, zu kommen und dir zu schaden und dich zu schlagen irgendwie. Und weißt du was? Indeed, God is faithful to his word. Und tatsächlich ist Gott sein Wort treu. God is a righteous judge. Gott ist ein gerechter Richter. So if there is a sin, also wenn deine Sünde ist und das, was du getan oder gesagt hast, war gegen das Wort Gottes comes and asks for judgment, und der Teufel kommt und bittet um Gerechtigkeit, God must do it. Dann muss Gott das tatsächlich machen. God must allow it. Weil das erlauben, er da muss es erlauben. He is a righteous God. Weil er ein gerechter Gott ist. A holy God. Er ist ein heiliger and Gott. He is bound by his word. Und er ist mit seinen eigenen Worten gebunden. We have a big problem. Er ist an sein eigenes Wort gebunden und deswegen haben wir ein großes we Problem. Have a big problem. Deswegen haben wir ein echt großes because Problem. We all sin. Weil wir alle sündigen. So every day we give the devil many occasions to accuse us before God. Also geben wir dem Teufel jeden Tag viele gute Gelegenheiten, uns vor Gott zu verleumden. Some accusations are right and some are false. Manche sind richtig, manche sind falsch. But many of them are right. Aber einige sind auch wirklich richtig. Based on things we actually did or said. Basierend auf das, was wir tatsächlich getan oder gesagt and haben. There is no human being who does not sin. Und es gibt einfach keinen Menschen, der nicht sündigt. So the situation is serious. Deswegen ist die Situation echt ernst. What do we do? Was machen wir? Is there any hope for us human beings? Gibt es da Hoffnung für uns als Menschen? You see, that's why the Bible says, "Woe unto you, O earth!" Und deswegen sagt die Bibel, wehe euch auf der Erde. Because the devil came to you full of fury and wrath. Weil der Teufel zu euch gekommen ist in Wut und in Ärger. Because he knows that his days are few. Weil er auch schon weiß, dass seine Tage gezählt sind. So he wants sind. To maximize the time. Deswegen möchte er die Zeit gut ausnutzen. He is hard working. Und gibt sich richtig Mühe. Hard working. Putting pressure on his demons to do more harm, to do more researches into your lives. Und er macht mehr Druck auf seine Dämonen, dass sie noch ein bisschen genauer alles rauskriegen, damit sie uns am Ende schaden können. He wants to do as much harm as possible. Und er möchte uns being condemned in hell. So viel Schaden wie möglich, bevor er selbst in der Hölle verdammt wird. So what to do? Also, was sollen wir machen? Are we desperate? Sind wir jetzt am Verzweifeln?
Amen. Amen. Are you feeling desperate at this point? Fühlst du dich jetzt verzweifelt und traurig an diesem Punkt? To be desperate, du musst nicht verzweifeln, because there is hope. Weil es Hoffnung gibt. And our hope is in Jesus. Und unsere Hoffnung ist in Jesus. Halleluja. Halleluja. The Bible says, die Bibel sagt uns, Lucifer, was defeated in heaven. Lucifer wurde im Himmel schon besiegt, because in heaven, weil im Himmel there are mighty angels, gibt es mächtige Engel, mighty cherubims, mächtige Cherubim, mighty seraphims, und mächtige Seraphim, mighty archangels, und mächtige Erzengel. They know Lucifer. Sie kennen Lucifer. They can stand against him. Sie können sich gegen ihn stellen. They can even defeat him. Sie können ihn auch besiegen. But as for us human beings, aber was mit uns? We cannot fight against him. Wir können den Teufel nicht bekämpfen. If you even see the devil physically, wenn du den Teufel persönlich physisch sehen würdest, you will faint, würdest du umkippen and die, und sterben, because it's too mighty for you, weil er zu mächtig wäre für dich. Too mighty to be fought against by you. Zu groß und mächtig, um von dir besiegt zu werden. If you stand to fight against him, wenn du versuchen würdest, gegen ihn zu kämpfen, he would just laugh at you. Dann würde er dich auslachen. He would only send the smallest demon, er würde so einen kleinen Dämon schicken and he would blow you away, und dich wegkicken. Amen. Amen. Because spirits have more power than the natural man. Weil Geister mehr Macht haben als natürliche Menschen. So we cannot fight against him. Wir können also so nicht gegen ihn kämpfen. But God loves us so much. Aber Gott liebt uns so sehr. And he had a very genius idea. Da hatte er eine geniale Idee. He thought to himself, er dachte sich, I've got to save my creation. Ich muss meine Schöpfung retten. So what to do? Was hat er gemacht? I would take the form of a human being. Ich werde die Form eines Menschen einnehmen. I would take the form of a human being. Ich werde einfach die Form eines Menschen and einnehmen I would go to the earth. Und auf die Erde gehen. And I would confront the devil. Und ich werde den Teufel konfrontieren. And I will fight with him. Und dann werde ich mit ihm kämpfen. For my fellow brothers and sisters. Um meine Brüder und Schwestern. And I would defeat him. Und ich werde ihn besiegen. On behalf auch für my brothers and sisters. Für meine Brüder und Schwestern. And I will share the victory. Und ich werde dann den Sieg teilen. With my brothers and sisters. Mit meinen Brüdern Halleluja. Und Schwestern. Halleluja. 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 What you could not do. Was wir nicht tun konnten, Jesus came, hat Jesus getan. And took your place, er ist gekommen und hat deinen Platz eingenommen. You. Und er hat für dich gekämpft. Bible says in Colossians chapter 2 and verse 15, die Bibel sagt in Kolosser 4, 15, that at the cross, am Kreuz, Jesus triumphed, hat Jesus triumphiert over principalities and thrones and authorities of darkness. Über die Mächte der Finsternis. He nailed them at the cross. Er hat sie ans Kreuz genagelt. He triumphed over them. Er hat über sie triumphiert and exposed them to the whole universe. Und hat das dem ganzen Universum präsentiert. It was a huge and complete victory. Das war ein großer und kompletter Sieg. Bible says in Hebrews chapter 2 and verse 14 and 15, und die Bibel sagt in Hebräer 2, 14 und 15, he came, er kam, to defeat the devil, um den Teufel zu besiegen. Who were holding human beings in captivity of fear of death. Der die Menschen gefangen hielt in Tod. We were all captives. Wir waren alle Gefangene. Nowhere to escape the devil. Und wir konnten dem Teufel nicht entkommen. God is so good. Aber Gott ist so gut. And God is so wise. Gott ist so weise. Hey, God is so wise. Gott ist so weise. Halleluja. Halleluja. He tricked the devil. Er hat den Teufel ausgetrickst. He took the form of a human being. Er hat die Form eines Menschen angenommen. And the devil was looking at Jesus. Und die Menschen haben Jesus gesehen. He was suspecting something about that man. Und haben gedacht, ah, mit dem ist, stimmt was nicht. Like a different human being. Du siehst ein bisschen anders aus, there ein bisschen anderer Mensch. Different about you. Weil irgendwas ist anders mit dir. He was feeling insecure in front of Jesus. Und der Teufel, dem war der going around Jesus. Jesus nicht geheuer. Who is this man? Who is this man? Who is this man? He was sensing that something would come through Jesus against him. Und er hat Jesus so betrachtet und hat gesagt, ah, wer ist dieser Mensch, wer ist dieser Mensch? Der ist mir nicht ganz geheuer, irgendetwas ist mit ihm anders. Because God has sealed it, it was a secret. And Jesus was walking around. Und Jesus lief dort. And finally, und schließlich, he gave him a KO, bang, gab, a punch. Gab Jesus ihm den Schlag. Und amen. Er, he gave him the punch, bang. Er gab ihm den Schlag und, the devil fell und on the der floor. Teufel fiel and he was defeated. Und er war besiegt. Amen. Amen. And the Bible says, und die Bibel sagt, if you believe in Jesus, wenn du in Jesus glaubst, you share into his victory and triumph over Satan. Dann hast du Anteil an seinem Sieg und seinem Triumph über Satan. Bible says in verse 11, und die Bibel sagt uns in Vers 11, they have conquered him.
dass sie ihn besiegt haben. By the blood of the Lamb. Durch das Blut des Lammes. Halleluja. Amen. Not by your smartness. Nicht durch deine Weisheit. Not by your religiosity. Nicht durch deine Religiosität. Not by science. Nicht durch Wissenschaft. Not by human wisdom. Nicht durch menschliche Weisheit. By the blood of the Lamb. Sondern durch das Blut des Lammes. It will conquer the devil. So kann man den Teufel besiegen. By the blood of the Lamb. Durch das Blut des Lammes. Halleluja. Halleluja. When the devil sees the blood, und wenn der Teufel das Blut sieht, he trembles and shakes. Dann hat er Angst und er zittert. When the devil sees the blood of Jesus, wenn der Teufel das Blut Jesu he sieht, is terrified to death. Dann hat er Angst, Todesangst. He is paralyzed. He is paralyzed. Er ist wie gelähmt. Halleluja. Amen. He can't Halleluja. Touch you. Er kann dich nicht mehr berühren. He can't harm you. Er kann dir nicht mehr wehtun. He can't defeat you. Er kann dir nicht schaden. When er kann dich nicht blood besiegen. On your life, wenn er das Blut sieht, he must bow down. Dann muss er sich beugen. He must bow to the blood. Er muss sich dem Blut beugen. He must bow to the authority of Jesus. Er muss sich unter der Autorität Jesu beugen. Halleluja. Halleluja. Let's give a mighty hand clap to Jesus. Lass uns Gott einen mächtigen Applaus geben. Halleluja. So I want to encourage you. Also, ich möchte euch ermutigen. Put your trust in the blood of Jesus. Legt euer Vertrauen in das Blut Jesu. Put your trust in the sacrifice of Jesus. Setzt euer Vertrauen in das Opfer Jesu. He did it for you. Er hat für dich gesiegt. Plead the blood upon your life every day. Und spreche jeden Tag das Blut Jesu über dein in Leben. In the morning. Morgens. At noon. Mittags. In the evening. Und abends. Cover yourself. Und bedecke dich with the blood of mit Jesus. Dem Blut Jesu. Halleluja. 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 Because your victory. Der ist dein Sieg. Is in the blood. In dem Blut ist dein Sieg. Halleluja. Halleluja. There is power, mighty power in the blood. Und es ist mächtige Woo! Kraft im Blut Jesu. Oh, I feel loaded. Ich fühle mich heute so aufgeladen. I feel loaded. There is power in the blood. Da ist Kraft im Blut. The second key to conquering the devil in this verse. Und der zweite Schlüssel, den Teufel zu überwinden in diesem Vers. The Bible says they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Ist, dass die Bibel sagt, dass sie ihn überwunden haben durch das Blut des Lammes und durch das Wort des Zeugnisses. So the word testimony in the Bible. Also das Wort Zeugnis in der Bibel. Means saying the same thing as God. Ist, dass wenn man das Gleiche sagt wie Gott. Amen. Amen. That is testimony. Das ist ein Zeugnis. So, when you take your mouth, wenn du deinen Mund benutzt, you open your mouth, und du öffnest deinen Mund, and you proclaim the word of God und upon du proklamierst you. Das Wort Gottes, you proclaim the word of God upon any situation. Dann kannst du das Wort Gottes über jede Situation proklamieren. That's how you also conquer the devil. Und so kannst du auch den Teufel überwinden. Because the word of God is powerful. Weil das Wort Gottes Kraft hat. Mightier than any weapon you can think of. Es ist mächtiger als jede andere Waffe, Halleluja. Die du dir vorstellen kannst. So first key, also der erste Schlüssel is the blood of Jesus. Ist das Blut Jesu. Second key, und das zweite Schlüssel is the confession of the word of God. Ist die Proklamation des Wortes Gottes. Declaring the promises of God. Ist, wenn du die Versprechen Gottes aussprichst. For example, zum Beispiel, die Bibel sagt in Jesaja 54, and verse 17, in Vers 17, no weapon fashioned against you shall prosper. Keine Waffe, die gegen dich gerichtet ist, soll es gelingen. And every tongue that rises against you shall be condemned. You shall condemn. Und jede Waffe, die gegen dich gerichtet every ist, tongue, jede Zunge, die that gegen rises dich against you, die für dich spricht, die gegen dich spricht, Amen. Every tongue, jede Zunge, that rises to accuse you, die sich aufmacht und dich verleumdet, you shall condemn. Kannst du verdammen. The Bible says at the end of the verse, that is the inheritance of the servants of the Lord. Und die Bibel sagt, das ist das Erbe der Diener des Herrn. So if you are standing in a situation, also wenn du dich in einer Situation befindest and your heart is filled with fear, und dein Herz hat Angst you are afraid that somebody may attack you, und du hast Angst, dass sich jemand angreift, or that witches or wizards may attack you, dass vielleicht eine Hexe oder ein Zauberer oder irgendjemand dich angreift, how to apply these weapons? Wie soll man dann diese Waffen anwenden? You may say, for example, vielleicht sagst du zum Beispiel, I am covered by the blood of Jesus. Sagst du zum Beispiel, ich bin bedeckt unter dem Blut Jesu. No devil can touch me because the blood of Jesus covers me.
kein Teufel kann mich berühren, weil das Blut Jesu mich bedeckt. My body, my soul, my spirit is covered by the blood of Jesus. Mein Körper, meine Seele, mein Geist, alles ist vom Blut Jesu bedeckt. My finances are covered by the blood of Jesus. Meine Finanzen sind vom Blut Jesu bedeckt. Then you can say, und dann kannst du sagen, I decree and declare, ich deklariere, no weapon of witchcraft fashion against me. Keine Waffe der Hexerei, die sich gegen mich richtet, shall prosper in Jesus' name. Darf es gelingen in Jesu Name. I decree destruction. Und ich deklariere Zerstörung upon every weapon fashioned against me. Jeder Waffe, die sich gegen mich gerichtet. In the air, in der Luft, on earth, auf der Erde, and under the sea. Oder unter der no See. Such weapon would touch me in Jesus' name. Keine dieser Waffen würden mich berühren in I Jesu declare, Namen. Ich deklariere. I condemn. Ich verurteile jede Zunge, die sich gegen mich richtet, nachts, täglich, am Tag in Jesu Namen. Jedes Treffen, jede Unterhaltung, wo ich falsch verurteilt werde, ich deklariere Verwirrung in Jesu Namen. That's how you can apply it. Und so kannst du das anwenden. Amen. Amen. The last key from verse 11 to conquering the devil. Und der letzte Schlüssel aus Vers 11, um den Teufel zu besiegen, they did not love their life until death. Ist, dass sie, hier steht, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. That stands for dedication or consecration to God. Und das steht für Hingabe an Gott. Amen. Amen. That's the third key. Das ist der dritte Schlüssel. Von Vers 11. Consecrate yourself to God. Gib dich Gott hin. Amen. Sanctify yourself. Heilige dich. Sanctification means Heiligung bedeutet, I set myself apart. Ich setze mich selbst, I separate myself. Ich trenne mich von der Welt, from anything that belongs to the devil. Von allem, was zum Teufel gehört. And I give myself fully to God. Und ich gebe mich selbst komplett Gott. So in sanctification, also indem ich mich heilige, there is protection. Gibt es Schutz. In sanctification, in Heiligung, there is protection. Ist Schutz. Sanctification, in Heiligung, brings protection, bringt Schutz from the devil. Vor dem Teufel. Because as you set yourself apart, weil du dich selbst abgesondert you hast. Get into an area, du bist in einem Bereich, where you are under the shelter of the Most High, wo du unter dem Schutz des Höchsten stehst, wo du unter dem Schatten des Höchsten and stehst. There's a certain boundary, und da gibt es eine Grenze, that the devil cannot cross to touch die der you. Teufel nicht überwinden kann. Amen. Amen. There's a boundary you cannot cross to harm you. Und diese Grenze kann er nicht überschreiten, um dich zu schädigen. Lord Jesus said in the Gospel of John, und wie Jesus gesagt hat im Johannesevangelium, the devil is coming, der Teufel kommt, but he has nothing in me. Aber er hat in mir nichts. So make sure, also stell sicher, when the devil comes to you, dass wenn der Teufel kommt, he doesn't find anything in you, dass er nichts in dir findet or in your life, oder in deinem Leben, that belongs to him. Das zum Teufel gehört. If he fits, if he finds something like that, wenn er sowas findet, it will give him power and the right to harm you. Dann wird ihm das Recht geben, are you getting me? Und die Macht praktisch, dich zu schädigen. Are you getting me? Versteht ihr mich? Make sure there's nothing in you or in your life that belongs to the devil. Stellt sicher, dass es nichts gibt in dir oder in deinem Leben, das dem Teufel gehört. Separate yourself from all such things. Sondere dich komplett ab von diesen Dingen. Or else, sonst, you always have an entrance. Gibt es immer so eine Eingangstür, to enter into your love and harm you, eine Tür, um dich as zu he wants. Ja, um da reinzugehen und dich zu eben zu schädigen. And one thing that can help us, und eine Sache, die uns auch helfen is kann, confessing our sins, ist, dass wenn wir unsere Sünden bekennen, regularly, regelmäßig, not just once a day or once a month, nicht nur einmal so am Tag oder im Monat oder so, but continuously confessing our sins, dass wir immer unsere Sünden bekennen. Let's have a repentant spirit. Lass uns einen bußfertigen Geist haben. Because sin belongs to the devil. Weil Sünde zu dem Teufel gehört. And you must sin. Und du wirst sowieso immer sündigen. Aber Gott hat uns den Schlüssel der Umkehr gegeben. When you repent, wenn du umkehrst, Jesus dann will be your lawyer in front of God. Wird Jesus zu deinem Anwalt vor Gott. When the devil comes to accuse you, das heißt, wenn der Teufel kommt, um dich anzuklagen, he will come and say, look, dann wird I watch Dana.
Wird der Teufel sagen, guck, ich habe gesehen, wie Dana gerade yesterday, December 25th of the, of the, of the year 2021, gestern, am 25. Dezember 2021, she did this, hat sie das gemacht, she did that, und das gemacht, and that again, und das wieder, and that again, und das schon wieder, and this is the evidence. Und das ist der Beweis. And he will play the video, und dann zeigt er wieder das Video, all the records, die ganzen Aufzeichnungen, and everything is right. Und alles stimmt auch maybe noch. 80% of what he's saying is right. Und vielleicht 80% stimmt. And so you said in your word. Und er sagt dann, hey, du hast in deinem she Wort gesagt, punished. Sie sollte gestraft werden. So I ask the permission, also bitte ich um Erlaubnis, to go and execute your judgment in her life. Zu gehen und deine Gerechtigkeit hier mal walten zu lassen in ihrem Leben. But then, aber dann Jesus ist Jesus da, will stand up, steht auf, he will say, Holy and Almighty Father, und sagt, heiliger und allmächtiger Vater, the righteous God, gerechter Gott, King of the universe, King des Universums, no one can withstand you. Keiner kann dir widerstehen. I agree. Ich stimme zu. With the devil, mit dem Teufel, and the accuser, mit dem Verleumder, that my beloved Dana, dass meine Dana did exactly what he said, genau das gemacht hat, was but er sagt. I say, oh Father, aber ich sage, oh Vater, she confessed her sin, sie hat ihre Sünde bekannt. And below, this is the evidence. Und guck, das ist dafür der Beweis. Just one minute later, eine Minute später, she confessed her sin, hat sie schon ihre Sünde bekannt. And the Bible says, und die Bibel sagt, I am the high priest of her confession, dass ich der hohe Priester ihres Bekenntnisses and, oh, bin. King, you say in your law, und oh König, du sagst in deinem Wort, that if Dana confesses her sins, ist es, wenn sie Dana ihre Sünde bekennt, you are faithful and righteous, dann bist du gerecht, to forgive her, dass du ihr vergibst and to cleanse her, und sie zu reinigst from all her sins, und ihre Sünden and that the blood of the lamb wegnimmst cleanses und dass das her. Blut des Lammes so sie this reinigt. Is the confession of Dana. Und das ist die she confessed. Sie hat gestanden. Therefore I ask you to forgive her, und deshalb bitte ich dich, ihr zu vergeben. And to release her, und sie einfach freizugeben. And to apply mercy unto her, und gnädig zu sein. She deserved to be punished, sie hat vielleicht verdient, gestraft zu werden. Sin, aber weil sie ihre Sünden bekannt and this hat. Is the evidence, und das ist ja der Beweis dafür. And because my blood cleanses her, und weil mein Blut sie reinigt. I ask her to be released. Deswegen wird sie freigesetzt. And the devil will stand there, und dann steht der Teufel da. No argument. Kann nichts mehr sagen. He'll be foaming out of anger. Dann ist er wütend und er raucht. This confession. Er raucht vor Wut. Always immer diese, this blood. Immer dieses Blut, immer diese always Bekenntnisse. Immer diese Vergebung. Always this mercy. Immer diese Gnade. They will disappear full of shame. Und dann verschwindet er voll. Until next time again. Bis zum nächsten Mal. And God will say, you again. You don't get tired. Und dann sagt Gott, Mann, bist du schon wieder hier? Wirst du nicht müde? Ja, ich habe was Neues gesehen. Jesus will say, oh. Und Jesus sagt, okay, ja, this gut. Is the confession. Ja, das ist dir die so, Bekenntnis. Sanctify yourself, also, heilige dich and have a spirit of repentance, und habe einen Geist, einen bußfertigen Geist. If you apply these three keys, und wenn du diese drei Schlüssel anwendest, you will walk in continuous victory, dann wirst du in ständigem Sieg gehen können. We are about to enter into the new year 2022. Wir stehen kurz davor, ins Jahr 2022 einzutreten. You are hoping of good things. Und du hoffst für gute Sachen. Hoping for good things. Du hoffst, dass gute Sachen kommen at the same werden. Time, aber gleichzeitig the devil is preparing a wicked agenda against you. Bereitet der Teufel schon wieder einen bösen Plan gegen God dich vor. Wants you victorious. Und Gott möchte aber, dass du siegst. God wants to be a conqueror. Gott möchte, dass du Überwinder bist. Even in these times of crisis, selbst in diesen Zeiten der Krise the devil is having more praise than ever before. Hat der Teufel mehr Beute als jemals vorher. More people are getting, are being, becoming his praise. Und viele Menschen werden seine Beute. God is opening your eyes today. Gott öffnet heute deine Augen, because he loves you. Weil er dich liebt. He is entrusting you these keys. Und er vertraut dir diese drei Schlüssel he said, an. My child, und er sagt, mein Kind, I want you victorious. Ich möchte, dass du siegreich bist. On my part, I've done everything I can do. Und was mich angeht, habe ich alles für dich getan, was ich tun konnte. Now it's on to you. It's aber up to you. Jetzt kommt es auf dich an. Now it's up to you. Jetzt kommt es auf dich an. Go and geh apply these keys. Und wende diese Schlüssel an. They conquered him. Sie by the blood of the Lamb, sie sind siegreich durch das Blut Jesu and by the confession of their word, their mouths, und durch das Wort ihres Zeugnisses and by being sanctified and dedicated to God. Und dadurch, dass sie hingegeben und geheiligt sind und let's hingegeben stand an Gott. Feet. Lass uns aufstehen. Halleluja. God, you are so good. Gott, du bist so gut. Thank you, Jesus. Danke, Jesus.